Geht's wieder los? So, jetzt geht's weiter. Ja, ich fahre am frühen Morgen die Strecke wieder nach Brandis. Von dort geht's ein Stück an der Labe entlang. Dann durch dieses hübsche, schmale Tor und dann ein Stückchen durchs Land Richtung Selenice. Ja, wir sind hier jetzt in Selenice. Wir fahren im Grunde am östlichen Rand von Prag entlang. Tja, wie nun weiter? Also hier versagt gerade wieder mal mein Navigationsgerät.
Ja, dann führt's über einen recht hübschen Fahrradweg Richtung Ricciani. Ja, jetzt geht's hier über Hayek. Das ist die Fahrradroute 26. Und dicke Wolken hängen am Himmel. Und ich ahne Schlimmes auf mich zukommen. Ja, das waren jetzt so zwei kleine Randbezirke von Prag. Unter uns führt die B2 entlang. Kolovrati, der kleine Ort hier. Thank you.
Ja, und dann regnet's. Und zwar fängt das jetzt ziemlich heftig an zu regnen. Und ich suche mir einen Schutz unter den Bäumen hier. Ja, jetzt bin ich doch das erste Mal in die Busche gekommen. Ja. Ja, das erste Mal während der Radtour, dass ich in den Regen komme. Und es soll regnerig bleiben, was ja nicht so angenehm ist beim Fahrradfahren. Besondere Sorgen machen mir halt die technischen Geräte. Ja, ich hoffe, dass alles gut geht. Ja, und jetzt fahren wir nach Reggiani rein. Reggiani verzeichnet eine alte Geschichte, so um die 1000 Jahre. Unter Karl dem Vierten spielte Reggiani eine Rolle. Ja, und während des 30-jährigen Kriegs wurde Reggiani vollständig zerstört. Ja, dann aber wieder aufgebaut. Und zwar recht hübsch. Ja, das ist ja ganz schön hier, dieser Weg. Aber über diese Holzlatten zu fahren, ohne Randbefestigung, erfordert schon ziemlich große Konzentration. Also eine falsche Bewegung und ich liege da irgendwo in der Seite. Dazu ist der Lattenweg ja auch noch nass. Ja, und man darf ja nicht vergessen, ich ziehe ja immer noch den Anhänger hinter mir her. Also ich muss dann schon noch daran denken, dass es da hinten noch etwas breiter ist. Da heißt es dann doppelt aufpassen. Ja. Aber dafür wäre ich jetzt belohnt mit diesem schönen Blick auf die Peter- und Paul-Kirche am Melinski-Teich. Ja. Miska. Okay, also. Gut.
hübsch, hübsch, hübsch. Jetzt biegen Sie rechts ab. So war eine Einbahnstraße. Ja, macht nix. Also schiebe ich mein Fahrrad durch die Melinska-Gasse. In 250 Meter biegen Sie rechts ab auf dem Radweg 20. Dann geht es ein ganzes Stück, die 107 entlang. Rechts ist der Masaryk-Park. Der Park, der streckt sich ja ziemlich lang. Wir haben da zum Beispiel auch den heiligen Nepomuki und natürlich den Václav. Das sind die beiden Schutzpatrone von Tschechien und auch eben die Peter- und Paul-Kirche. Ja, solche kleinen Steigungen, die mache ich ja locker. Bin ja immerhin gut trainiert, dank der Lausitzer Berge. Ja, hier endet Ricciani. Und ich bleibe auf der 107, die auch Scirocco heißt.
sind in Svetice. Ja, die Kamera hat ihre Wasserflecken. Welches Tari? Und es ist nass. Tja, meine App, die Mappi-App, möchte mich jetzt ganz gerne dann rechts weiterleiten. Aber ich habe keine Lust auf irgendwelche dubiosen Radwege. Es ist ja eigentlich eh nicht mehr so weit weg, dieses Ceceni. Ja, hier auch sollte ich rechts abbiegen, wollte ich nicht. Ich bleibe auf der Asphaltstraße, auch weil ich einfach jetzt schnell ans Ziel möchte. Jetzt sind wir in Menichowice. Hier soll ich links abbiegen. Mache ich aber nicht. Ich fahre weiter geradeaus. Ja, es sind etwas mehr als 3 Kilometer bis
Scherzani, bis zum Campingplatz. Dass die Fahrt aber jetzt so eine unheimliche Entwicklung annimmt, ja, das hätte ich nicht gedacht. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass er müde war und auch nicht mehr so konzentriert auf das Geschehen war. Ja, ich wollte einfach ans Ziel. Hier wieder ein leichter Anstieg der Straße. Ja, bis Miroschowice ging's ja eigentlich einigermaßen gut. Doch nun beginnt die große Irrfahrt. Meine App will mich mal hier, mal dahin führen.
Ja, und ich bin ja nicht so einverstanden mit den Hinweisen, aber hier biege ich auch links ab. Ich bin ja eigentlich schon kurz vorm Ziel in Cherchani. Aber jetzt wird's richtig anstrengend. Dazu kommt noch das feuchte Wetter. Ja, und jetzt geht's hier den Hügel hoch. Ja, da kann ich nur schieben. Weiterfahren 2 Kilometer Richtung der Straße 3 E55. Das geht an die Kraftgrenze. Jetzt aber. Jetzt geht's wieder und ich gebe etwas Gas, denn ich möchte endlich ans Ziel. Nach so einem Regen ist doch fantastisch.
Ja, da bin ich schon ganz schön außer Atem. Aber es geht ja jetzt abwärts. Das ist schon eine hübsche Landschaft, aber ich genieße das hier nur eingeschränkt. Es ist doch ziemlich feucht heute. Ja, die App will, dass ich links fahre, aber das ist mir irgendwie nicht geheuer. Ich fahre lieber geradeaus. Na gut, dann biege ich mal ab. Weiterfahren 3,5 Kilometer Richtung Cheska. Und dann wird's unheimlich. Ich befinde mich nun auf der E55. Darf man das mit dem Fahrrad hier auf dieser Schnellstraße fahren? Ja, man darf. Nur die Autobahnen, die mit D1 ausgewiesen sind, sind für Fahrräder verboten. Nichtsdestotrotz unheimlich. Es ist nass. Dazu noch das Spritzwasser der Autos. Und ich trete ordentlich in die Pedalen, sodass ich dann so schnell wie möglich die nächste Ausfahrt erreiche.
ist dann auch nochmal schmaler. Ich habe den Seitenstreifen nicht mehr. Da ging es noch so einigermaßen. Aber gut, den letzten Rest bis zur Ausfahrt werde ich dann auch noch meistern. Endlich ab von der E55. Das war schon ziemlich heftig. Aber eine interessante Erfahrung war es allemal. Das werden wir nicht machen. Ich fahre die zweite Ausfahrt raus. Richtung Picheli. Ja, anstrengend. So, jetzt fängt hier Picheli an. Tja. Das ist so der Hammer. Das ist der Hammer. Aber nur nicht verzweifeln. Es gibt ja auch kein Schild, was Sherchani irgendwie ausweist. Ja, und die App führt mich irgendwie heute nicht so richtig sauber ans Ziel. Ich fahre in den Ort rein.
hoffe, dass ich richtig bin. Das kommt mir aber schon komisch vor hier. Ja, was soll's. Normal wäre ich ja nicht in Picheli gelandet. Ist ja ganz hübsch hier. Ich versuche immer das Positive bei all den Fehlern und Missständen zu sehen. Insofern ist ja auch ein bisschen verfahren, nicht unbedingt verkehrt. So, aber hier werde ich mal halten und mal schauen, ob mir jemand helfen kann, wie ich denn nun ans Ziel komme. Excuse me, I need some help. I need some help. Maybe you can help me. Look, I must go here. This map today, it makes really problems. Here. I need to go there. Ja, der junge Mann konnte mir weiterhelfen. Es ist definitiv nicht mehr weit bis Scherchani, aber ich muss zurück. So, hier einfach weiter, rechts rum und immer geradeaus. App
abgeschaltet. Irre, die Führer. Voll in die Irre. Nein, ich biege nicht links ab. Ja, wir fahren hier über das Flüsschen Sasava. Metern also rechts abbiegen. Das werde ich jetzt auch machen. Jetzt biegen Sie rechts ab. Und diesmal liegt die App richtig. Das fühlt sich doch gut an. Ja. Und da hinten liegt das Ziel. Na schön, Mappi. Ich habe also den gewünschten Ort erreicht. Endlich. Und ich muss sagen, ich bin erledigt. Dieser Server da unten. Und hier die Rezeption. Maybe you can help me. I want to put my tent here somewhere. Okay. There are two holes for your power. Yes. Yes. So I follow him. Yes. Thank you.
So, ich folge dem jungen Mann und der zeigt mir dann, wo ich mein Zelt aufstellen kann. Yellow cable. Yellow. Yellow. Yeah. I don't see yellow. This is electro. Yes. Yeah. Okay. No problem with this system. So I can put my tent auto there. Yeah? Okay. Ja, und da hinten an der Säule, wo der gelbe Eimer steht, da stelle ich mein Zelt hin. Da ist dann auch der Stromanschluss. Ja. Und dann baue ich in Windeseile mein Zelt auf, denn es regnet. Und die Sachen sind eh schon klamm. Ja, aber sie haben alles gut überstanden. Und nach getaner Arbeit hole ich mir erstmal ein Bier und erhole mich von dieser Fahrt.